Sie haben lange Nasen und ein blechiges Gesicht. Sie haben Angst wie Hasen, sie pflegen ihren Rasen. Vom Wandern haben sie Blasen, am depressive Phasen und sitzen nicht vor Gericht. Sie wissen nichts von Stolz und nichts von Leidenschaft. Ihr Herz niemals schmolz, ihre Kondome sind aus Holz. Die meisten sind Prolls, sehen aus wie Olaf Scholz, ohne Saft und Kraft. Doch einen gibt's in Alemannia, der ist im Herzen wie ein Spanier. Ein Frauenverführer, ihr fragt mich wer. Hör mal alle her, auch Merkel liebt ihn sehr. Und darum ist er ihr Generalsekretär. Ronald Bofalla, was für ein Temperament. Erstaunen für Moment, intelligent und kompetent. Seine Fahrt ist lange funken, er hatte was getrunken. Ein Tanzbodenknaller, Ronald Bofalla. Alle anderen sind Mimosen in diesem kalten Land. Pflegen ihre Neurosen, tragen hässliche Hosen, sehen aus wie welke Rosen, trinken Bier aus Dosen und zahlen dafür noch Pfand. Die Frauen dick, die Männer stumpf, sie blicken etwas dumpf, sie haben alle einen Strumpf. In diesen Sparstrumpf stopfen sie alles hinein. Doch da ist dieser Alemann, der hat etwas auf der Pfanne. Schon mit 18 war er Junge Unionsvorsitzender. Manche sagen, er wär Steuer hinter sie und speichel lecker. Doch er ist noch viel mehr. Ronald Bofalla. Springen. In seinen Augen ist die Glut, ist Feuer und Mut. Er ist ein echter Knaller, Ronald Bofalla. Ronaldo, 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 Ronaldo. Er ist ein Rhetoriker, Geigermacher und vielleicht ist er euer nächster Kanzler. Ronaldo,